Sehr geehrte Frau Staatsministerin, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte politische Entscheidungsträger, liebe Vertreter der Geschäftsführung und des klinischen Vorstands, liebe Kongressgäste, liebe Eltern, und ich freue mich besonders, dass auch Professor Paulsen und Herr Dr. Liederich als Elternvertreter heute hier auch dabei sein können und sich dafür Zeit genommen haben. Eigentlich ist schon alles Wichtige gesagt worden. Kinder sind unsere Zukunft, und was mich an Ihren Ansprachen, Herr Oberbürgermeister von Staatsministerin, so sehr beeindruckt hat, ist, dass Sie Politiker sind, die eine gut nachvollziehbare Empathie überbringen, warum es wichtig ist, nicht nur zu verstehen, dass Kinder unsere Zukunft sind, sondern dass kranke Kinder auch dazu gehören. Denn die Kranken, die Schwachen in unserer Gesellschaft, die brauchen starke, einflussreiche Entscheidungsträger wie Sie, die sich für sie engagieren. Und dieses Engagement der Starken für die Schwachen, das ist das, was unsere Gesellschaft wirklich zusammenhält und was unsere Zukunft ausmacht. Und damit, mit dieser Empathie, die Sie heute bei diesem Festtag sehr überzeugend überbringen, setzen Sie einen wohltuenden Kontrapunkt zu den sonstigen narzisstischen Getöse, was man in der Politik heute in der Zeitung lesen kann. Das ist das eigentlich Schöne an diesem Anlass heute. Die Kinderklinik München-Schwabing hat ein weites medizinisches Spektrum. Unser Motto ist: Wir sind für alle Kinder da und wir bieten alles von der Gentherapie bis zur Psychotherapie. Wir können das, weil wir eine ganz einmalige Kooperation haben zwischen dem Klinikum München und dem Klinikum Rechts der Eder, der Technischen Universität München. Diese Kooperation wird von politischen Entscheidungsträgern und von klugen Entscheidungsträgern in der Geschäftsführung gefördert, gepflegt, und das ermöglicht uns, diese einmaligen wissenschaftlichen Leistungen zu bringen, die zu unserer internationalen Reputation und zu den vielen wissenschaftlichen Auszeichnungen, die wir als Kinderklinik der Technischen Universität München bekommen haben. Aber es gibt noch einen anderen Faktor, der wichtig ist dafür, dass wir all das können. Und das sind unsere Mitarbeiter. Ich kann sie jetzt nicht alle nennen und mich nicht bei allen danken. Ich möchte nur vielleicht die Krankenschwester, ihr aus der Kinderonkologie, die auch am Wochenende aus dem Freien reinkommt, wenn ein Kind mit einer Krebserkrankung akut vor der Tür steht und wir eigentlich kein Bett mehr frei haben. Die möchte ich nennen. Den Oberarzt, der am Wochenende sich hinsetzt und darüber nachdenkt, was dieses Kind mit den unklaren Symptomen für eine Diagnose hat. All die machen das Besondere der Kinderklinik München-Schwabing aus. Und ich kann Ihnen, sehr geehrte Frau Staatsministerin, Herr Oberbürgermeister und alle, die Sie im Stadtrat und in den anderen Gremien Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen, ich kann Ihnen versichern, dass wir mit dem Vertrauen, das Sie in uns setzen, mit dieser Investition verantwortungsbewusst umgehen werden und uns jetzt auch in einem, sagen wir mal, neuen und zeitgenössischen architektonischen Umfeld in einer Liga bewegen werden, in der wir fachlich schon seit langem sind.
Für diesen Neubau möchte ich nur zwei Aspekte aufgreifen. Den einen hat hier die Krankenschwester schon genannt, IT. IT ist etwas, was für die Zukunft der Medizin ausschlaggebend ist. Nicht nur das WLAN für die Kinder. Es geht auch darum, dass wir für jeden Patienten an jedem Ort dieser Welt alle Informationen zur Verfügung haben, die wir für die Entscheidung brauchen. Und der zweite wichtige Aspekt ist, dass wir diesen Kindercampus, dieses Zentrum integriert haben in einen medizinischen Campus, in dem Innere Medizin, Chirurgie und all die anderen Fächer, die wir brauchen, von der Radiologie bis zur Notfallmedizin, vorhanden haben. Und mit dieser Investition und mit dem, was wir heute hier beginnen, im Spatenstich, kann man ganz sicher sagen, in München haben Kinder eine Zukunft. Und das ist ein gutes Gefühl, das sie den Kindern geben, den Eltern geben, aber auch dem medizinischen Team. Und in deren Namen möchte ich den starken Entscheidungsträgern in der Staatsregierung, im Rathaus, im Stadtrat danken, dass sie bei all den Herausforderungen, auf denen der Geschäftsführung vorstand, dass sie bei all diesen Herausforderungen, denen sie sich zu stellen haben, als starke Entscheidungsträger, die Schwachen, die Kinder, die kranken Kinder nicht vergessen haben. Vielen Dank, vergelt's Gott. Die Frau hat lange Rede, kurze. Aber bevor ich Sie nach draußen geleite und ich hoffe, Sie alle einigermaßen warm angezogen sind,